In einer, sofern es das gibt, durchschnittlichen Woche, womit beschäftigst du dich? Oh Gott. Fünf Fakten über dich. Fünf Fakten über mich. Also Ende 50, habe über 20 Jahre in der Industrie gearbeitet, unter anderem das Team geleitet, was Bluetooth, den ersten Bluetooth-Chipset weltweit entwickelt hat. Bin E-Techniker, in Aachen studiert, habe Frau und zwei Kinder. Frühreif oder Spätzünder? Du bist mit 55 ins Investmentmanagement gegangen. Was haben deine Kinder dazu gesagt? Oh, meinen Kindern war das herzlich egal, aber die waren auch schon gewohnt, dass ich alle so 10 Jahre mal einen kompletten Kontextwechsel mache. Insofern kennen die das. Due Diligence oder Cap Table? Was war deine größte Herausforderung, als du bei uns gestartet bist? Due Diligence, ganz klar, weil da steigt man einfach viel tiefer ein. Ja, Cap Table ist halt Excel, gut, das hat man als Ingenieur irgendwie drauf. Quereinstieg zum HTGF, 3 Tipps, damit es gelingt. Ja, erstmal neugierig bleiben und die Neugier mitbringen. Dann rechnet damit, dass besonders als Quereinsteiger am Anfang einfach ein bisschen mehr Arbeit ist, weil es sind natürlich Themen da, mit denen man nicht so vertraut ist und das ist vielleicht doch ein bisschen mehr, als man denkt. Und viel auf Veranstaltungen gehen, von Anfang an, einfach um den Kontakt zur Szene zu bringen. Und das Netzwerk, was man aufbauen muss, das bringt man halt nicht mit. Und das ist unheimlich wichtig auf die Distanz, dass man das früh anfängt aufzubauen. Deine Reaktion bei einem tollen Deal? Klasse. Also es ist tatsächlich so, manchmal trifft man auf Gründer, wo man einfach von Anfang an denkt, okay, das ist eine super Technologie oder ein super Team und irgendwie gibt es so Resonanz. Ja. Es ist auch, das hat natürlich viel mit dem zu tun, was man selber in der Vergangenheit gemacht hat. Das hat viel damit zu tun, welche Themen man selber spannend findet. Aber teilweise sind es auch einfach die Leute. Ja. Und mir macht es auch Spaß, mit sehr jungen Teams einfach am Anfang zu unterstützen und Hilfestellung zu geben. Also macht einfach Spaß.